So, willkommen zurück zu einer neuen Patrick 3331 geht Auto Shopping. Ich bin hier in der Nähe von Thun bei der Verkehrsprüfzentrale oder Verkehrsprüfzentrum oder wie auch immer, um halt ein paar Infos zu bekommen wegen Auto importieren. Und davor steht ein Händler, Occasionen. Ja, Occasionen sind Gebrauchtwagen hier in der Schweiz. Und wir wollen uns mal zwei Autos angucken. Einmal den 350Z und ein R32 5er. Fangen wir mal mit dem Nissan an. So, was kann man sagen über den Nissan? Das Gute erstmal, er ist original. Also hier ist nicht irgendwelche verbastelten Mist an dem Teil, irgendwelche Bodykits, die scheiße passen oder was ich was. Der sieht schön original aus. 18.400 Franken. Gucken wir uns mal an, was wir Specs haben. Also, 2008 April hat 33.500 Kilometer gelaufen. Ein 3,5 Liter 6-Zylinder mit 313 PS. Leistungsmäßig gefällt er mir schon mal. Das geht so in die Richtung, die ich eigentlich so anstrebe. 300 PS ungefähr. Brembo-Anlage. Felgen sehen gut aus. Ich sehe auch keine Kratzer, bis auf eine dicke Delle hier, wo die Türklinke ist. Und ein Kratzer wieder unten. Eine Stoßstange. Aber er ist auf jeden Fall original und sieht so gar nicht mal schlecht aus, muss ich sagen. Nissan habe ich noch nicht dran gedacht. Das Einzige, was ich von Nissan irgendwie geil finde, ist der GTR natürlich. Aber 18.4 ist auch wieder eine Ansage, ne? Für ein fast 8 Jahre altes Auto im nächsten Jahr. Und so ein bisschen komisch sieht der ja auch aus. Der 370Z, der ist schon ein bisschen geiler. Aber vielleicht ein paar geile Felgen drauf, die können man ein bisschen weiter rausholen, wenn man sich die Kotflügel ansieht. Die sind ein bisschen weit drin. Aber so eigentlich mal nicht schlecht. Sag mal bitte in den Kommentaren, was ihr über Nissan denkt, über den 350Z. Und dann haben wir einen R32. Also ich muss sagen, ich hatte mal einen Golf, ich hatte einen 4er Golf gehabt, langes her. Der 5er ist der hässlichste von allen, muss ich sagen. Und was den Besitzer hier geritten hat, wegen diesen komischen blauen Felgen, keine Ahnung, Geschmacksverirrung ohne Ende, ist hässlich wie Sau. Also der 5er an sich, der Shape vom 5er ist schon scheiße. Von allen 7 Golf-Varianten oder 7 Golf-Modellen, die es gibt. Nicht Modellen, wie heißt denn das? Von allen 7 Golf-Generationen. Aber dann so eine Felgen drauf zu machen, schlimm. So, aber gucken wir erstmal die Specs. Also 18.8, R32. Vorteil, Vierradantrieb, also 4Motion. 250 PS, ein 2007er August. Das heißt, der ist jetzt schon 8 Jahre alt, ist nächstes Jahr 9 Jahre alt, hat fast 100.000 gelaufen, 98.500. Also ich mag VW eigentlich schon echt sehr. Ja, ich war eigentlich VW-Fanboy oder bin eigentlich immer noch VW-Fanboy. Nur die Preise sind halt ein bisschen teuer, ne? Und wenn ich jetzt mir die beiden angucke, also den hier mit den komplett hässlichen Felgen oder den 350Z, wüsste ich es nicht, welchen ich eigentlich nehmen würde. Also wenn der vielleicht auf Originalfelgen draufstehe und so in Schuss wäre, weiß ich nicht. Also ich würde lieber einen R32 einen 4er nehmen oder einen 6er. Aber da gibt es ja nicht als R32, ne? Den gibt es ja nur noch als GTI oder R dann. Ja, ich weiß nicht. Also sagt mal, was ihr denkt über die Autos hier. Würdet ihr den Golf nehmen oder würdet ihr den Nissan nehmen? So, die machen gleich auf. Ich wollte nur die Zeit überbrücken, weil die haben leider zu. Ich bin in der Pause gekommen. Ja, die Schweizer mögen Pausen. Das kennen wir aus Dubai nicht. In Dubai hat alles um 10 Uhr aufgemacht oder um 9 Uhr aufgemacht. Und um Mitternacht war zu. Hier gibt es Mittagspausen und um 6 wird der Bürgersteig hochgeklappt, je nachdem, wo man wohnt. Manchmal hat man Glück bis 8. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind ja hier wegen den Autos. Also, was würdet ihr nehmen? Wenn ihr jetzt die beiden aussuchen könntet, würdet ihr den Nissan nehmen oder würdet ihr den Golf nehmen? Ansonsten subscriben, liken, teilen und bis zur nächsten Folge.